Harley-Davidson Rotglide Ultra verkörpert die klassische Reise-Harley, die dank wohlgeformter Sitze für Fahrer und Sozius, 132 Liter Ladevolumen und Vollverkleidung und weiterer Strömungsfinesse auch sehr ausgedehnte Etappen abrechnen kann. Dank 153 Newtonmeter Drehmoment bringen die Kolben im Maßkrugformat auch den 425 Kilo wiegenden Reisedampfer auf Touren. Ein Radio mit vier Lautsprechern, die laut genug sind, dass auch im dreistelligen Geschwindigkeitsbereich Radio oder über USB eingespielte Musik gehört werden kann, sowie ein Navi mit 6,5 Zoll Bildschirm und eine Reichweite von knapp unter 400 Kilometer sorgen dafür, dass ausgiebigst und bedarfsweise mit Tempomat gecruised werden kann. Dank Sechsganggetriebe dreht der Milwaukee 8 4-Ventil V2 mit 1745 Kubik bei 100 km/h weniger als 2500 Umdrehungen, sodass auch Autobahnetappen drehzahlschonend absolviert werden können. Einmal in Fahrt lässt sich das Dickschiff dank tiefem Schwerpunkt nicht nur mit überschaubarem Kraftaufwand auch auf kurviger Landstraße bewegen, nein, es macht sogar Spaß. Kehrtwenden in engen, vielleicht sogar leicht abfallenden Straßen sind bzw. können im Navigationsgerät ausgeschlossen werden, sehr zu empfehlen. Die Rotglide Ultra verfügt wie alle Harley über einen Transponder mit Wegfahrsperre und die Einschlüsselbedienung für alle Koffer und das Lenkradschloss.